Nee, das lese ich nicht. Nee. Hallöchen, meine Lieben. Ich melde mich und zwar mit den Neuzugängen von 2019 jedenfalls. Ziemlich. Den Großteil habe ich hier liegen. Ich habe keine Ahnung, ob das vollständig ist, aber das war so ziemlich das, was ich gefunden habe. Das sind auf jeden Fall alles Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Das heißt, Bücher, die ich dieses Jahr gekauft habe und auch gelesen habe, die sind nicht dabei. Meine gelesenen Neuzugänge quasi aus diesem Jahr, die findet ihr definitiv in einem Halbjahresrückblick, in dem ich euch vorstelle, was ich in diesem Jahr schon gelesen habe. Das heißt, jetzt nur Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und ich finde es jetzt schon wieder schlimm, wie viel da liegt. Und ich bin auf jedes dieser Bücher so gespannt. Ja, fangen wir mal an, ne? Zwei kleine Büchlein aus einer Reihe und zwar heißt diese Reihe, glaube ich, das kleine Buch. Und zwar einmal das kleine Buch vom Inhalten von Danielle Marcant. Bewusste Pausen für mehr Ruhe, Klarheit und innere Balance. Und auch das kleine Buch der Ruhe und Gelassenheit. Ganz entspannt die Stürme des Alltags meistern, Ashley Davis Bush. Ich bin mir bewusst, dass ich vermutlich das meiste aus beiden Büchern schon weiß oder vielleicht sogar schon mache. Dennoch wollte ich das nochmal im Schriftlichen haben und lesen. Das ist auch für ein anderes Buch. Das kram ich gleich raus, damit ich das noch schnell zeigen kann. Damit ich es nochmal schriftlich vor mir habe und auch damit ich das vielleicht klarer formuliert habe. In meinem Kopf, glaube ich, ist ganz viel drin, was ich auch, wie gesagt, schon tue. Und vieles, was ich auch als Ratschläge schon weitergebe an meine Patienten. Dennoch hätte ich es gerne nochmal schriftlich, dann kann man es manchmal, glaube ich, klarer formulieren und weitergeben. Für mein Gefühl dazu passend ist dieses hier, das ist sogar als letztes angezogen. Susanne Steigl, gute Gefühle. 10 gute Gefühle-Tipps. 10 Ideen, die dein Leben positiv verändern. Und auch hier wiederum habe ich reingeblättert und abgemerkt, ich finde, es ist schön formuliert und es ist auf den Punkt gebracht und deswegen, ja, habe ich gedacht, nehme ich das mal mit, um das mir immer mal wieder so bewusst zu machen. Und dieses kleine Buch, das kann man auch mal eher nochmal zur Hand nehmen und weiß, dass man da nachschauen kann. Also ist es nicht ganz ehrlich, ich habe da schon reingelesen, aber Seite 24 von 100? 95. Von 95 Seiten. Gut, ich mache einfach mal mit dem nächsten weiter, sonst endet das hier gar nicht. Dieses Buch, da muss ich vermutlich nicht viel dazu sagen, von Hanya Jana Gihara, Ein wenig Leben. Ich habe es in der Taschenbuchversion, ist immer noch schwer genug. War auch das letzte Exemplar, glaube ich, in dem Hugendubel. Es hat ja irgendwie fast 960 Seiten und viele sind wahnsinnig begeistert, beziehungsweise es spaltet so ein bisschen. Das heißt, entweder man liebt es oder man hasst es, habe ich mittlerweile mitbekommen und ich hoffe, ich liebe es. Dann ein Buch. Die liebe Anka von Ankas Geblubber hat mich angefixt und zwar Jessie Kirby, Offline ist es nass, wenn's regnet. Es geht wohl um so eine Art Trip, Wanderung, glaube ich. Und dabei geht es darum, dass die liebe Mari einfach mal quasi Abstand nimmt von Social Media, von ihrem Smartphone und dergleichen und merkt, wie ist es denn so, offline zu sein. Und ich bin gespannt. Ich weiß nicht mehr ganz sicher, ob Anka begeistert war. Ich glaube, sie war nicht begeistert oder sie hat es noch nicht gelesen. Eins von beiden. Trotzdem freue ich mich sehr auf diese Geschichte. Die Morgenfinderin von Karen Pelak. Dieses Buch, muss ich sagen, habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Ich habe es auch danach seitdem noch nicht irgendwo gesehen. Hinten drauf steht, die Morgenfinderin ist eine bewegende Geschichte über eine junge Frau, die sich mutig den großen Fragen ihres Daseins stellt, amüsant, nachdenklich und ermutigend. Ich habe es gesehen, es stand bei den besonderen Empfehlungen vom Hugendubel, auch in München, und da habe ich es mitgenommen. Und es scheint mir auch fast mehr wie ein Self-Publisher-Roman zu sein. Ich habe noch gar nicht richtig reingeguckt, weil es steht nirgends ein Verlag, es ist kein Verlagszeichen. Es scheint mir selbst verlegt zu sein und das finde ich wahnsinnig toll, dass auch der Hugendubel das so ausstellt als besondere Empfehlung, eben obwohl es nicht mal von einem Verlag ist. Das hat man doch eher selten bei Buchhandlungen und ich bin sehr gespannt drauf. Vielleicht auch, weil es um Maya geht, die in das Flugzeug von München nach Vancouver reist. Ja, und es klang mir so ein bisschen nach so Aufbruchsstimmung, eine neue Reise, ein Trip, ein bisschen vielleicht auch sowas zu sich selbst finden. Das hat mich irgendwie angesprochen. An diesem Buch hier konnte man ja fast nicht mehr vorbeikommen, jedenfalls noch vor ein paar Wochen und Monaten.
Ein Sommer voller Himbeereis von Persephone Hassis. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ich finde sie sehr sympathisch, auch wie sie auf ihrem Instagram-Account rüberkommt. Und darin dreht es sich um Pauline, die im Eiscafé ihrer fränkischen Heimat herrliche Kreationen für ihre Gäste zaubert. Wo spielt es denn? Das wüsste ich jetzt schon irgendwie ganz gern. Also es ist bei Random House erschienen, Penguin Verlag, um genau zu sein. Ich habe jetzt aber erst gecheckt, dass da irgendwas steht. In der Nähe von Bamberg. Oh, schön. Ja, da ich selber aus dem Frankenland, Mittelfranken, um genau zu sein, komme, war ich jetzt gerade überrascht, weil mir das irgendwie noch nicht bewusst war oder nicht aufgefallen ist. Und das finde ich ja umso schöner dann. Hat mir wahnsinnig Lust auf Himbeereis gemacht. Ich habe mir da auch Himbeereis gemacht. Allerdings nicht wie das Rezept hier vorne drin, denn das Rezept hier drin ist leider nicht vegan. Hat trotzdem geklappt und sehr lecker geschmeckt, mein Rezept. Und ich habe das auch auf meinem Instagram-Account zum Beispiel gepostet, ein Bild davon gepostet. So, wenn ihr mögt, dann folgt mir doch auch auf Instagram. Da heiße ich Sanja Books und ja, ich freue mich. Es müsste jetzt ja eigentlich im Sommer gelesen werden. Das nächste ist ein Buch von Maike Werkmeister, Sterne sieht man nur im Dunkeln. Auch das, hatte ich den Eindruck, wird so ein bisschen gehypt oder so. Aber nur kurz hatte ich für mich den Eindruck. Und da geht es ein bisschen um eine Flucht, beziehungsweise, da reist Annie auf die Insel Norderney und nimmt sich eine gewisse Auszeit. Man möchte da eben erfahren, wie steht sie um ihr Leben, was möchte sie machen und wo will sie überhaupt hin mit ihrem Leben. Und dachte eigentlich, sie wäre glücklich, aber so richtig eben auch nicht. Und ich habe dann auch noch festgestellt, dass Maike Werkmeister, wenn ich mich jetzt recht entsinne, auf die Little Off kommt im November. Und da möchte ich auch auf jeden Fall hin. Und dann habe ich mich schon mal ein bisschen umgeguckt, welche Bücher sind dann in dem Sinne relevant dafür und welche könnte ich mir vorher schon mal angucken und schon lesen. Und dann mich entsprechend darauf vorbereiten, dass ich vielleicht eben Autogramme haben möchte oder zu manch einer Lesung gern hin möchte. Oder eben aber auch nicht, weil ich eben das Buch schon kenne und dann lieber zu jemand anderem gehe. Genau. Oh, das ist so wunderschön gestaltet. Hinten drin sind nochmal Sprüche, so ein bisschen so Motivationssätze. Richtig, richtig schön. Also, ja, ich bin begeistert. Das klingt auch eher nach Sommer. Ich glaube, der Sommer ist schon wieder zu kurz. So, wir kommen mal zwischendrin kurz zu einem Sachbuchteil. Und zwar geht es weiter mit Jon Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation, das große Buch der Selbstheilung mit MBSR. MBSR heißt Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist eine Methode oder eine Zusammenstellung verschiedener Dinge, die vom Autor selbst ist, glaube ich, und die wird mehr in den USA, glaube ich, praktiziert. Also das ist so eine Kombination aus Atemtechnik, Yoga, Meditation, so verschiedenen Dingen. Eigentlich meines Wissens entwickelt, um gegen Burnout zu helfen. Das heißt, klar, krankheitsspezifisch entwickelt, um da weiterzuhelfen. Ich muss kurz dazu ausholen, Meditation ist ein Ding, das beschäftigt mich schon länger. Ich bin schon länger ein großer Fan von Laura Marlina Seiler, die geführte Meditationen auch auf YouTube anbietet, die einen ganz tollen Podcast hat und die hat auch die Rise Up and Shine Uni oder University ins Leben gerufen und ja, da kann man eben einen 4-Wochen-Kurs quasi bei ihr machen. Finde ich sehr, sehr schön und bin ich immer riesen Fan davon, mache ich gerne mit. Und außerdem bin ich selbst seit Januar auch Meditationslehrerin und da, ja, das habe ich natürlich auch aus einem gewissen Grund gemacht und aus einer inneren Einstellung und ich meditiere selbst jeden Tag. Genau, und ich bin gespannt über die wissenschaftlichen Dinge, die noch dahinter stecken. Ich habe schon ganz viel darüber gehört, gelesen und gelernt, aber eben noch nichts von Jon Kabat-Zinn und er ist so the Godfather of Meditation, so ein bisschen. Also er ist derjenige, der auf jeden Fall genannt wird als führende Persönlichkeit in dem Bereich und da bin ich sehr gespannt. Zwei Bücher, die sehr ähnlich und eigentlich auch nicht ähnlich aussehen. Beide Bücher von Matt Haig. Wer mich kennt, der weiß, dass ich also ungefähr alles von Matt Haig verschlinge. Angefangen bei seiner Kinder-Weihnacht-Geschichte rund um, der erste Band heißt A Boy Called Christmas oder Ein Junge namens Weihnacht auf Deutsch. Der zweite Teil,
Boah, ich weiß es nicht mehr auswendig, ne? The Girl Who Saved Christmas und der dritte Teil Father Christmas and Me. Oh, ja, also diese drei Weihnachtsgeschichten, die habe ich geliebt. Und The Truth Pixie ist so ein extra Teil. Dieser Wahrheitself kommt eben auch vor in den drei vorherigen Büchern. Und ja, wird nochmal eine kurze Geschichte eben über The Truth Pixie erzählt. Fand ich auch sehr schön, habe ich alle geliebt. Ein wundervoller Humor von diesem Herrn Matt Haig. Abgesehen davon habe ich in diesem Jahr das Hörbuch gehört zu Ich und die Menschen. Fand ich auch gut, allerdings nicht so gut wie eben die englischen Kinderweihnachtsbücher. Vielleicht werde ich mir auch nochmal The Humans and I oder so, heißt die englische Version von Ich und die Menschen. Vielleicht werde ich mir die nochmal zulegen und lesen. Vielleicht finde ich es auf Englisch nochmal ein bisschen unterhaltsamer. Auf jeden Fall haben auf Englisch diese beiden Bücher zu mir gefunden. Das erste, das von ihm so ziemlich bekannt wurde, glaube ich, war Reasons to Stay Alive von Matt Haig. Gründe, am Leben zu bleiben. Nein, aber so ähnlich hieß es zumindest auf Deutsch. Und ich habe lange, lange Zeit mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das lesen möchte. Was soll er mir denn Neues erzählen? Es geht so ein bisschen um das Thema Depression, um die Themen, was möchte man wirklich? Und dass man eben so ein bisschen Quarter-Life-Crisis-mäßig ein bisschen struggled. Also nicht mehr so richtig weiter weiß, was ihm da geholfen hat. Das hat er da so seine Weisheiten drin festgehalten. Ich hoffe, es ist richtig, richtig gut und freue mich auch ein Stück weit schon drauf. Aber eben auch auf Englisch, weil ich gemerkt habe, ich mag Matt Haig viel, viel lieber auf Englisch und er hat für mich eine sehr verständliche und eine schöne Sprache und deswegen lese ich ihn gerne auf Englisch. Und mit dazu ein mittlerweile nicht mehr ganz so aktuelles oder ganz neues Buch, Notes on a Nervous Planet. Da geht es so ein bisschen darum, wie er unseren Planeten sieht und wie er auch kritisch mit umgeht, wie wir mit unserem Planeten umgehen und ich finde, das ist sehr wichtig. Und gerade jemand, den ich zumindest als auch durchaus humorvoll kennengelernt habe und ja, der schon auch so bei Ich und die Menschen relativ fantastisch zusammengesponnene Geschichten schreiben kann, auch etwas Ernsteres und etwas Bodenständigeres. Und auch da bin ich sehr gespannt auf seine Meinung, denn ja, ich habe ihn irgendwie schon, er ist in mein Herz gewandert als Lieblingsautor, deswegen auch das. Ach, große Liebe. Jetzt schon. Zweiter Anthony William ist bei mir eingezogen, mediale Medizin, der wahre Ursprung von Krankheit und Heilung. Ich habe es im Buchladen gesehen, ich habe es mir angeschaut, ich habe lange darüber nachgedacht, eigentlich nicht, ich habe es sofort mitgenommen. Auf jeden Fall dreht es sich darum, wo ist wirklich der Ursprung der Krankheiten, bestimmter Krankheiten oder eben vielleicht auch aller Krankheiten, ich weiß nicht, worum es dann letztendlich ganz genau geht. Und es geht eben auch darum, unheilbare Krankheiten gibt es nicht, steht hinten drauf ganz, ganz groß. Und es steht auch noch dabei, Anthony William ist das medizinische Medium. Und er schreibt da eben über wahnsinnig viele Erkrankungen, zum Teil sehr weit verbreitete Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Rheumatoide Arthritis, Hashimoto, Borreliose und viele andere. Und ich bin so gespannt darauf. Und ich habe von ihm schon das Buch Heile deine Schilddrüse immer noch nicht gelesen, zu meiner Schande. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe ein bisschen reingeblättert und reingelesen und es fasziniert mich unglaublich, dieses Thema, dass man eben nicht sagt, die Krankheiten kommen und die Krankheit ist da und ich kann nichts dagegen machen und ich nehme einfach nur Medizin und fertig aus und bin schön brav. Was mir der Arzt sagt, ist schon richtig. Da bin ich irgendwie dagegen und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das kann sehr bereichernd sein. Einfach für mich, weil ich mich sehr für Medizin und für den Menschen und für Erkrankungen bzw. eigentlich für Gesundheit interessiere. Und aber auch, um so eine gewisse Einstellung zu ändern, die man einfach lernt, wenn man in unserer Gesellschaft, in unserem System, gerade Gesundheitssystem, aufwächst, dann was Neues irgendwie als Input zu kriegen. Ähnlich ist es mit dem Buch hier von Dr. Joe Dispenza. Wollte ich schon ewig etwas lesen, dann lagen dort mehrere Bücher. Ich habe mich jetzt für dieses entschieden, ein neues Ich. Wie sie ihre gewohnte Persönlichkeit in 4 Wochen wandeln können. Ich bin nicht fest davon überzeugt, dass ich das in 4 Wochen unbedingt schaffen kann, aber ich bin überzeugt, dass es sehr, sehr spannend ist. Und es dreht sich halt um viele, viele Erkenntnisse aus der Quantenphysik, aus der Neurobiologie, aus der Gehirnforschung und Genetik. Und auch das wiederum, das sind Bereiche, die ich wahnsinnig spannend finde. Ich beschäftige mich im Moment viel, viel, viel mit positivem Mindset, überhaupt mit Dankbarkeit, mit Nachhaltigkeit, mit Minimalismus, mit so, so viel. Und gerade, dass eben unsere Gedanken so viel ausmachen. Und da ist mir das Buch einfach über den Weg gelaufen.
der Sachbuchblock in der Mitte dieses Videos ist gleich vorbei. Zum Schluss kommt noch Professor Stefan Kölsch, Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik. In meinem letzten Video habt ihr vielleicht gesehen, dass ich, oder in meinem vorletzten Video, dass ich eine Ukulele habe und sie gerade zu spielen lerne und mich sehr, sehr darüber freue. Dieses Buch handelt eben von Gesundheit und von Musik und ich finde es sehr, sehr spannend, was Musik nicht alles vollbringen kann. Hier ist die Rede von Schlaganfall, chronischen Krankheiten und Demenz, aber auch bei Wachkoma-Patienten auf die Psyche etc. pp. Ich weiß, wie wichtig Musik ist und wie groß die Rolle sein kann von Musik im Leben der Menschen, bei der Heilung. Trotzdem bin ich gespannt auf die wissenschaftlichen Grundsätze. Ich freue mich riesig darauf, da noch mehr darüber zu erfahren, bei der Gesundheitsforschung und den wissenschaftlichen Ansätzen, die es hier gibt. Zu einem meiner Lieblings, eigentlich der Reihe überhaupt, Harry Potter. Ich halte hier mal eben nur den quasi Zusatzteil dieses Theaterstück hoch, und zwar Harry Potter and the Cursed Child, dieses Playscript based on an original story by J.K. Rowling von John Tiffany und Jack Thorne. Das halte ich mal eben hoch, weil das eins ist, das hatte ich noch nie irgendwie in meinem Bestand, habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Was aber gleichzeitig eingezogen ist, sind quasi die Originalteile von Harry Potter auf Englisch als Hardcover in dem roten Schuber mit den Klappen vorne dran. Kennt ihr bestimmt. Ich liebe den über alles und ich fand ihn so schön, wollte ihn sowieso irgendwann mal haben. Jetzt habe ich ihn. Dazu habe ich eben noch das hier bestellt, weil ich mir dachte, ach, eigentlich als Fan müsste ich das schon irgendwann auch mal lesen. Damals wollte ich es nicht lesen, als es rauskam, aber ich mir dachte, nee, das lese ich nicht, nee. Ja. Jetzt ist es da. Mal gucken, wann ich es lese. Und außerdem ist bei mir auch noch die Hogwarts Library eingezogen. Also auf Englisch die drei Bücher, die zur Hogwarts Library zählen. Quidditch im Wandel der Zeiten, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und die Märchen von Beedle im Baden. Aber eben alles auf Englisch. Freue mich riesig drauf, alles davon nochmal zu entdecken. Gerade auch auf Englisch. Ich habe Harry Potter noch nie auf Englisch gelesen. Und auch die Hogwarts Library noch nie. Dementsprechend. Alles neu. Dann eingezogen bei mir ist ein Jiyoung Musou, Was wäre ich ohne dich? Zu meiner Schande, der vermutlich, ich weiß es nicht auswendig, dritte, vierte, fünfte Musou, der bei mir eingezogen ist, ohne dass ich jemals ein Musou gelesen habe. Worum geht's da? Da geht es um die atemberaubende Jagd nach einem Meisterdieb und der großen Liebe. Dann geht es so ein bisschen darum, dass sich zwei sofort verlieben auf den ersten Blick, einen wunderschönen Sommer verleben und dann aber eine Abreise kommt. Und dann Jahre später geht es um einen Kunstdieb. Ich hatte mir das aufgeschrieben, dass ich es mir eben schon mal genau durchgelesen oder angesehen hatte und haben wollte. Also Wunschliste und so. Dann ist es mir quasi vor die Füße gelaufen, so ungefähr. Und dann habe ich es mitgenommen. Was soll man anders sagen, ne? Ich habe es mitgenommen. Dieses Buch hier stand schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste von Linda Shipp. Verdammt nah am Himmel. Da steht noch unten drunter, hast du Angst vor dem Tod? Sollte ich. Und ich bin wahnsinnig gespannt, denn ich glaube, dort treffen sich irgendwie zwei, wie hieß denn richtig, weise an einer Brücke und wollen springen und springen nicht. Irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich schon ein Buch von Linda Shipp, zu meiner Schande auch noch nicht gelesen. Dabei handelt es sich um Alice Liste? Nein, To Do. Ich blende es euch ein. Zukunfts-Anja hat das dann herausgefunden. Ja, und es haben viele davon geschwärmt und dann dachte ich mir, doch, das klingt irgendwie interessant. Ich möchte das lesen. Eingezogen. Ebenfalls eingezogen. Sind bei mir zwei Reihen. Auch noch von der gleichen Autorin. Ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen. Ich weiß nicht warum. Ich erkläre das jetzt hier nicht, ne? Weil bringt ja nichts. Also, so könnt ihr es auch lesen, glaube ich. Von Eva Völler, Zeitenzauber. Die drei Teile sind bei mir eingezogen. In dem Fall gebraucht von, ich weiß es nicht mehr, irgendeiner Plattform, auf jeden Fall gebraucht. Alle in sehr gutem Zustand. Also sie sehen so aus, als standen sie halt schon mal irgendwo, ne? Aber jetzt nicht misshandelt. Und von Eva Völler die Time School Reihe Auf ewig dein, auf ewig mein, auf ewig uns. Neu, in diesen wunderschönen Covern. Ich frag mich nicht. Ich habe ja keine Reihen hier. Auch keine vollständigen Reihen, die ich noch nicht gelesen oder angefangen habe, weil... Wieso auch? So, ich versuche mich zu beeilen, es ist noch ein Stapel da. Und zwar
Die nächste Reihe, die ich euch zeige, ist ein bisschen anders, sieht auch deutlich älter aus, ist sie auch. Und zwar handelt es sich dabei um Philip Pullman, Der Rubin im Rauch, Der Schatten im Norden und Der Tiger im Brunnen. Warum diese Reihe? Die schaut nicht nur alt aus, die ist auch tatsächlich schon etwas älter. Ich habe vor gefühlt 3 Jahrhunderten dieses Buch hier geschenkt bekommen. Der Tiger im Brunnen. Ich habe es damals auch gelesen. Ich glaube, ich fand es ganz gut. Ich glaube, mich auch noch zu erinnern, dass es nur in dem Buch wurde irgendwann mal eine Geschichte erwähnt und diese Geschichte, die erwähnt wurde, die irgendjemand erzählt hat, die hieß Der Tiger im Brunnen und deswegen heißt das ganze Buch Der Tiger im Brunnen. Fand ich merkwürdig? Ist aber, glaube ich, so. Auf jeden Fall steht hinten drauf, nach Der Rubin im Rauch und Der Schatten im Norden ist dies der letzte Teil der Sally Lockhart Trilogie. Also, Sally Lockhart Trilogie ist da, glaube ich, die Detektivin oder so. Und hier geht es auch schon um eine Tochter von ihr. Und die beiden vorher, da ist sie auch auf jeden Fall schon Detektivin im zweiten und im ersten ist sie 16. Diese Sally Lockhart. Also, ja, wir folgen so ein bisschen Sally Lockhart anscheinend. Sie ist ein bisschen detektivisch unterwegs und es sind mysteriöse Dinge. Die beginnen bei London 1872. Die ersten beiden, wie gesagt, ungelesen. Das dritte von der Ewigkeit gelesen. Werde ich dann also auch nochmal im Anschluss lesen. Und die ersten beiden sind tatsächlich auch relativ dünn. Kann man machen, ne? Noch eine Reihe. So, apropos Reihe. Barfuß im Regen von Hannah Sieben. Ich schleiche seit gefühlt auch seit Jahren um diese Reihe und die interessiert mich aus irgendeinem Grund so, so sehr, dass ich die unbedingt lesen möchte. Die Titel fangen immer mit Barfuß an. Keine Ahnung, ob es Barfußreihe vielleicht auch heißt. Auf jeden Fall gibt es da jetzt auch schon 6 oder 7 Teile davon. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls mehrere. Allein 5 stehen hier drin, plus dem Band sind schon 6 Teile. Ich glaube, aber es gibt sogar schon noch einen Zwischenband oder so. Auf jeden Fall, fragt mich nicht, es geht über Liebe. Ein Roman über die Liebe, den Schmerz und alles, was sonst noch dazu gehört. Oh, ein bisschen dramatisch. Mit Katastrophe und Schmerz und Vergangenheit. Ja, also wie gesagt, ich bin aus irgendeinem Grund total da besessen, dass ich diese Reihe lesen möchte. Ich konnte mich zum Glück zusammenreißen und habe nur den ersten Teil gekauft. Weil ich wusste, wenn ich gleich mehr kaufe, wird es nicht besser. Also ich muss erst den lesen, um mir noch mehr davon kaufen zu dürfen. Zu dem hier muss ich vermutlich gar nichts sagen. Denn alle werden es kennen oder wissen oder wie auch immer. Es ist ein wahnsinniger Klopper. Illuminae, die Illuminae-Akten von Amy Kaufman und Jay Kristoff. In aller Munde ein Sci-Fi-Roman, wie in Akten und in verschiedenen Dokumenten gestaltetes Ding. Ich finde es wahnsinnig toll aufbereitet und gemacht. Ich konnte nicht mehr dran vorbei. Aber auch da habe ich mich zurückgehalten, habe nicht gleich noch den zweiten Teil Gemina gekauft, sondern nur den ersten. Und der dritte erscheint, glaube ich, in diesem oder spätestens im nächsten Jahr auch noch auf Deutsch. Ja, von mehreren Seiten wurde er mir empfohlen und unter anderem auch von Zwischen 1000 Zeilen. Liebe Grüße an dich, du bist da auch mit dran schuld. Sie hat das Ganze auf Englisch gelesen und geliebt, hat alle 3 Teile dementsprechend schon gelesen. Machen wir doch gleich mit einem weiteren Liebling von Ruth weiter. The Fletcher von Beth O'Leary, beziehungsweise auf Deutsch Love to Share. Egal, auf jeden Fall, ich habe mir das Ganze auf Englisch gekauft, weil ich mir dachte, oh, das wird so gehypt, das klingt so toll, ich möchte es in Originalsprache lesen. Da ich es hochhalte, wisst ihr, ich habe es noch nicht gelesen. Aber auch da bin ich wahnsinnig gespannt. Soll auch ganz, 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 ganz bald der Fall sein. Ich glaube, diese ganzen Reihen mit Zeitenzaubern so, das wird mehr in den Herbst geschoben, schätze ich mal. Aber das hier, das kommt schon noch. Das ist mir auch ganz überraschend vor die Füße gefallen. Das ist mir ganz überraschend in die Füße. Vor die Füße gefallen. Und zwar, finde dein Ikigai, das japanische Geheimnis eines glücklichen Lebens. Ich weiß nicht genau, warum es mich so angesprochen hat. Eigentlich bin ich glücklich. Das Rezept für ein erfülltes Leben steht hinten drauf und 35 praktische Übungen sollen auch dabei helfen, das persönliche Ikigai zu finden, sich selbst zu verwirklichen, Talente zu entfalten, Vorhaben umzusetzen. Andererseits bin ich ja auch immer noch so ein bisschen bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, positives Denken, weiterentwickeln, entfalten, Ziele finden und da passt es irgendwie auch noch mit rein. So, und auch die letzten beiden sind nicht so überraschend. Kaffee or Love von Julia Karstein. Ein Sommer in den Hamptons habe ich mir bestellt und habe mich dann auch für das Goodie Bag oder diesen Zusatz von ihr qualifiziert und dementsprechend auch da unter anderem so eine große Karte mit dabei.
habe mich sehr darüber gefreut, als alles bei mir ankam. Auch das wiederum sieht man auf meinem Instagram-Kanal und auch da freue ich mich sehr, sehr drauf, das zu lesen. Und nun wirklich aber das letzte Buch, das ich jetzt und hier in die Kamera halte, von Bianca Iosivoni. Vielleicht habt ihr sie schon in meinem anderen Video gesehen. Was auch immer geschieht, heißt es, glaube ich. Das habe ich ausgeliehen als Bücherei. Das hier habe ich gekauft. Falling Fast von ihr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Weiß noch gar nicht so recht, was mich erwartet. Der zweite Teil dazu erscheint meines Wissens in wenigen Tagen. Ja, habe bisher nur Positives drüber gehört. Deswegen habe ich mich jetzt auch mal auch daran getraut und ein bisschen weg von den normalen Liebesromanen zu New oder Young Adult. Ich kenne mich damit leider nicht aus und bin gespannt, ob sie mich da auch so begeistern kann, wie sie mich schon bei einem Teil zumindest von ihrem anderen Buch mitreißen konnte. Ich fand jedenfalls ihre Schreibe ganz gut. Und damit soll es das jetzt wirklich gewesen sein. Ich habe wahnsinnig viel gelabert, viele Bücher in die Kamera gehalten. Schreibt mir sehr, sehr gerne, welche Bücher ihr kennt, welche ich sofort unbedingt lesen muss. Schreibt mir bitte nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Nein, aber auf jeden Fall dürft ihr mir gerne schreiben, was ihr von den ganzen Themen haltet. Gesundheit, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung und dergleichen. Und welches Buch ihr mir natürlich besonders empfehlen könnt. Würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video auch wieder. Und bis dahin, lest schon fleißig. Tschüss!